Hallo Ethan und kleine Ethan. Was habt ihr vor? Oh, ihr wollt eine Holzhütte bauen? Das ist eine großartige Idee. Na dann fangt mal an. Morning, Mama. Der Fußboden. Das ist ein guter Anfang, Leute. Was kommt als nächstes? Schönes Bild, Klein Ethan. Aber wo willst du es hinhängen? Da fehlt noch etwas, nicht wahr? Was meinst du, könnte das sein? Wände, die fehlen. Das ist richtig, Klein Ethan. Diese Nägel sind sehr spitz. Und der Hammer kann auch gefährlich sein, wenn man ihn nicht richtig benutzt. Klein Ethan, könntest du vielleicht die Holzplanken halten, während Ethan sie befestigt? Tolle Arbeit, Jungs. Jetzt kannst du dein Bild aufhängen, Klein Ethan. Ich glaube, es fängt an zu regnen, Leute. Gibt es irgendwas, das wir machen können, damit es in eure Hütte nicht reinregnet? Ein Dach, das ist es. Das ist perfekt, Ethan. Bitte schön, eure Hütte ist fertig. Bevor ihr reingeht, sollen wir die einzelnen Schritte nochmal wiederholen? Also, womit haben wir angefangen? Mit dem Fußboden, das ist richtig. Was kam als nächstes? Die Wände, genau. Und um rein und raus zu kommen in die Hütte, brauchten wir? Eine Tür. Perfekt, Leute. Und zu guter Letzt, damit es nicht reinregnet, gab es noch... ein Dach. Hervorragende Arbeit, Leute. Und denkt daran, beim Bauen immer einen Erwachsenen in der Nähe zu haben. Diese Werkzeuge können gefährlich sein, wisst ihr? So ist es richtig, Leute. Tschüss, Ethan. Tschüss, kleiner Ethan. Wir sehen uns bald wieder. Hallo, Ethan. Hallo, klitzekleiner Ethan. Wie geht es euch heute? Habt ihr Lust, Murmeln zu spielen? Ja. Großartig. Ihr müsst versuchen, die Murmeln aus dem Kreis zu schubsen, beginnend mit der kleinsten. Kannst du es uns zeigen, Ethan? Toller Wurf. Jetzt bist du dran, klitzekleiner Ethan. Die kleinste Murmel zuerst. Toll gemacht. Du bist dran, Ethan. Schieß die kleinste Murmel aus dem Kreis. Gut gemacht, Ethan. Juhu! Jetzt musst du die mittelgroße Kugel treffen, klitzekleiner Ethan. Juhu! Toll gemacht, klitzekleiner Ethan. Du hast die Murmel rausgekickt. Du bist dran, Ethan. Die mittelgroße Murmel musst du treffen.
Großartig. Jetzt musst du die große Murmel aus dem Kreis schießen, klitzekleiner Ethan. Das ist schon okay. Du musst ein bisschen stärker schießen. Du bist dran, Ethan. Großartig gemacht. Sehr gut, klitzekleiner Ethan. Juhu. Das Murmeln-Spielen hat viel Spaß gemacht. Juhu. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan und kleiner Ethan. Wie geht es euch heute? Habt ihr Lust, Farben zu lernen und mit Farbkanonen zu schießen? Juhu! Gut, dann fangen wir an. Das Ziel ist grün. Okay, Ethan, du hast die Ehre. Aha. Du hast genau in die Mitte getroffen, Aha. Ethan. Jetzt bist du an der Reihe, kleiner Ethan. Gut, kleiner Ethan. Auf geht's zum nächsten Ziel, Leute. Das Ziel ist rot. Wow, großartig, kleiner Ethan. Jetzt bist du an der Reihe, Ethan. Oh, du hast das Ziel verfehlt, Ethan. Ist schon okay. Das nächste Mal machst du es besser. Das Ziel ist blau. Fantastisch, Ethan. Du bist kleiner Ethan. Fantastisch! Oh, schaut, da ist ein lila Ziel. Welche Farben brauchen wir, um lila zu mischen? Ihr müsst mit dem roten und dem blauen gleichzeitig schießen. Wow, geschafft! Das war ziemlich schwer. Sehr gut. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht heute. Bis bald, Freunde, wir sehen uns. Hallo, Ethan. Hallo, kleiner Ethan. Eure Hüte sind toll. Sind die für Halloween? Also, was plant ihr heute Abend? Da gibt es eine Menge Attraktionen auf dem Jahrmarkt. Wie wäre es mit dem Riesenrad? Oder der Achterbahn? Oder da Halloween ist, eine Fahrt mit der Geisterbahn? Ich wusste es, die Geisterbahn sieht aber auch so cool aus. Komm schon, kleiner Ethan, da gibt es nichts, wovor du dich fürchten musst. Das wird so viel Spaß machen. Großartig, du wirst es nicht bereuen. Bereit für die Geisterbahn, Leute? Alle Mann an Bord! Juhu! Keine Sorge, kleiner Ethan.
Du bist ja auch nicht alleine. Aha. Auf geht's. Oh, es ist ein Kürbisfeld. Oh. Siehst du, kleiner Ethan, nichts, wovor man Angst haben muss. Ach du liebe Güte, drei Kürbislaternen. Ich glaube, sie wollen uns nicht vorbeilassen. Aber schau, einer von ihnen sieht anders aus. Weißt du welcher? Genau, kleiner Ethan. Der hier trägt eine Fliege. Ich hab doch gesagt, es würde viel Spaß machen, kleiner Ethan. Oh, ein Friedhof. Sehr gruselig. Die Tür ist zu. Wie sollen wir da durch? Oh, oh, ich denke, wir haben gerade ein paar Gespenster aufgeweckt, Leute. Wir müssen sie finden, wenn wir diesen Friedhof wieder verlassen wollen. Kannst du sie entdecken, kleiner Ethan? Hier, da ist ein Gespenst. Und da ist das zweite. Das letzte Gespenst kannst du nicht entdecken, kleiner Ethan? Haha, da ist es ja. Hey, eigentlich sahen sie doch ganz nett aus. Dir gefällt die Geisterbahn ja doch, kleiner Ethan. Und jetzt der letzte Teil, meine Freunde. Wir müssen dieses Spukhaus erkunden. Pass auf, wir sind nicht alleine in diesem Haus. Puh, was für ein Abenteuer. Was meinst du, kleiner Ethan? Du willst noch eine Runde? Aber sehr gerne. Wie sieht es mit dir aus, Ethan? Bereit für eine weitere Runde? Oh, du brauchst eine Pause. Ich verstehe. Fröhliches Halloween, meine Freunde. Wir sehen uns. Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Was tust du? Ihr wollt heute ein paar Kunststücke machen? Okay, auf geht's. Ihr wollt ein paar Rampen suchen? Gut. Was ist das, Ethan? Diese Rampe ist grün. Als erstes zeigt uns Ethan ein Kunststück. Sehr gut, Ethan. Du hast das erste Kunststück gezeigt. Jetzt ist klitzekleiner Ethan an der Reihe. Sehr gut, klitzekleiner Ethan. Versucht, eine andere Rampe zu finden. Was ist das? Diese Rampe ist orange. Zeig einen Trick, Ethan. Großartig, Ethan. Juhu! Und jetzt klitzekleiner Ethan. Du schaffst das. Sehr cool, klitzekleiner Ethan. Lasst uns eine Rampe in einer anderen Farbe suchen. Was ist das? Diese Rampe ist blau. Du fängst an, Ethan. Hopp! Fantastisch, Ethan! Jetzt du, klitzekleiner Ethan. Willst du es auch probieren? Du musst keine Angst haben. Sehr gut, klitzekleiner Ethan. Du hast eine tolle Vorwärtsrolle gemacht. Wow, die Rampe ist rot.
Du kannst jetzt, Ethan. Yahoo! Cool, Juhu. Ethan. Das hast du toll gemacht. Jetzt du, klitzekleiner Ethan. Du musst es probieren, denn es macht Riesenspaß. Großartig. Das war eine Riesenüberraschung, klitzekleiner Ethan. Du konntest jede Menge Kunststücke auf den Rampen zeigen. Und du hast jede Menge Farben gelernt auf den Rampen. Und wir hatten heute jede Menge Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.